liebe Einwohner von Michelin. Es ist schön und freut mich, dass Sie unserer Einladung so gefolgt sind heute. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Gemeindevertretung und auch in meinem als Bürgermeister der Gemeinde Michelin ganz herzlich begrüßen. Sie sind, die meisten zumindest, die Deutschen kenne ich, aber die polnischen Bürger, die hier sind und die sich in der Gemeinde Michelin, in Ortsteilen Michelin und Rochlitz, Rose und Radeko niedergelassen haben, ja oftmals neu für mich. Viele kenne ich schon, die sieht man immer wieder, aber trotzdem sind es auch immer wieder, dass neue Bürger hier zuziehen. Und nun wollen wir ganz kurz unsere Gemeinde mal für die, die noch nicht so lange hier wohnen, die das Ganze noch nicht so kennen, mal kurz vorstellen. Wir, die Gemeinde Michelin, setzt sich zusammen aus vier Ortsteilen. Das ist einmal Michelin, der auch der Namensgeber ist. Dann haben wir Neu-Rochlitz, liegt nicht weit weg davon, Roso, liegt an der Grenze, zum Übergang nach Korraskoro und Radeko. Gesamt haben wir ungefähr 800 Einwohner und davon sind ca. 90 Personen, ja, polnische Bürger, die jetzt hier wohnen. Ja, unsere Gemeinde zählt zum Verwaltungsgebiet Amt Graz-Oder dazu. Da ist unsere Verwaltung, da wird alles Rechtliche geklärt, da kann man Anträge stellen. Von da kommen auch Bescheide, Gebührenbescheide oder wie auch immer, dass man Geld bezahlen muss. Ja, weiter haben wir für alle, die, ich sag mal, aktiv auch in unserer Gemeinde mitmachen wollen, in allen Orten einen Verein. In Radeko gibt es einen, Frau Latsch ist heute hier, ich stelle sie auch gleich vor mit. Sie ist Ortsvorsteherin vom Ortsteil Radeko. Sie ist aktiv im Verein mit tätig und alle, die in Radeko wohnen, denke ich mal, sie kennen sie ja schon. Und wenn da Interesse besteht, immer ran. Frau Latsch ist immer offen und hilft und ist auch für jede Hilfe dankbar, wenn im Ort etwas zu machen ist. So ist es auch in Roso. In Roso ist der Herr Lau, Ortsvorsteher, der ist heute leider nicht hier, ist verhindert. Auch da ist es so, immer rantreten an die Menschen, die tun, die man hat. Wir sind froh, wenn sich da jemand mit engagieren wird im Ort. So haben wir es in der Rochlitz. Ist meine Frau, also Frau Burkhardt, Vorsitzende vom Verein, ist heute auch nicht hier. Ich vertrete sie, wenn da Fragen sein sollten, vor der Rochlitz mal ran. Michelin haben wir den größeren Verein, eigentlich der größte, der hier in unseren Orten ist. Der Verein ist auch Betreiber vom Campingplatz. Sicherlich bekannt, Ortsvorsteher in Lando bei vielen hier in Michelin. Ja, also ja, die Vereine sind da. Wer möchte, antreten, ist egal an wen, auch an die Gemeindevertreter, die da sind. Heute haben wir hier Herrn Höppner, und wo ist er dahinter? Hinten Peter. Dann haben wir hier noch Herrn Volker Schmidt-Reu, ist auch Gemeindevertreter. Und Vereinsvorsitzender? Ja, komme ich gleich dazu. Wer ist noch? Herr Hegel ist noch, er ist im Ortsbeirat in Radeko. So, Herr Volker Schmidt-Reu ist in Michelin Vereinsvorsitzender. Er leitet da die Geschichte und Belange des Vereins. Ja, ich will nicht sagen zu unserer Zufriedenheit, aber doch mit allem, was dazugehört. Also nicht, dass das heißt, es ist nicht gut und so zufrieden. Das war nicht klingen. Das war falsch ausgedrückt. So, dass alles reibungslos funktioniert und dass man mit dem Strich mit allen, auch mit dem Campingplatz und mit der Organisation der Arbeit hier in Michelin genauso zufrieden sein kann und sind wie in allen anderen Ortsteilen. Entschuldigt, das war falsch. Total falsche Zungenschlacht. Ja, es ist zu spät, aber es ist in Michelin.